Wir haben heute den Nuri hier, und zwar Nuri von One Service aus Frankfurt. Nuri ist ein Kunde bei uns und ist direkt mit dem Thema befasst, er sich Neukundengewinnung mit seiner Firma. Wir bilden ihn gerade aus zum selbstständigen Gebäudereiniger. Und Nuri ist jetzt gerade mal einen Monat hier bei uns im Training mit dabei. Und Nuri, komm mal kurz zu deiner Person, ein paar Worte. Wann haben wir uns kennengelernt? Wie hat sich das so ergeben? Vielleicht müsst ihr da einfach mal hier was für die Community hier beitragen, dass auch die anderen verstehen, wie das in der Zusammenarbeit so mit uns läuft. Okay, also sehr gerne. Also ich bin der Nuri aus Frankfurt. Ich war schon selber vorher auch selbstständig im Bereich Werbung, aber hat nicht so gut funktioniert, weil wegen Corona kam mir dazwischen. Und ja, dann wollte ich wieder mit Gebäudereinigung anfangen, weil ich bin ja auch gelernter Gebäudereiniger. Und ja, dann habe ich die Werbung von Umut gesehen in YouTube, seinen Channel, und habe ihn angeschrieben. Und ja, die haben mich sofort kontaktiert. Genau, und dann ja, gab es ein Erstgespräch. Nach dem Erstgespräch haben wir ein paar Mal noch telefoniert und dann habe ich angefangen hier. Ja. Und ich muss sagen, vorher hatte ich nicht so viele Kontakte wie jetzt. Also es funktioniert wirklich, aber man muss dranbleiben. Man muss wirklich Gas geben. Man darf sich nicht ausruhen. Immer Vollgas. Sehr gut, ja. Also, was Nuri da meint, ist natürlich ganz klar. Nuri hat von uns an die Hand bekommen Werkzeuge, wie er seine Firma zum Wachsen bringt. Du warst ja, bevor du zu uns gekommen bist, hattest du so etwa, sagen wir mal, 3.000 bis 5.000 Euro Umsatz im Monat, ne? Und jetzt, wo du mit uns durchstartest, haben wir ja verschiedene Wege noch mit dazu genommen, um auch dort weitere Aufträge zu platzieren. Du hast ja auch schon die ersten Kunden zusätzlich gewonnen innerhalb von kurzen Wochen. Also vielleicht willst du dazu mal was sagen, kurz, wie sich das ergeben hat. Ja, also ich habe ja die Werkzeuge bekommen in die Hand und da habe ich einen Leitfaden halt gehabt, wie ich neue Kunden gewinne. Und dadurch habe ich wirklich extrem viele Kunden gewinnen können, die ich vorher nicht hatte. Ja, und jetzt, also innerhalb von einem Monat habe ich schon gute Erfolge erzielt. Ich habe so viele Kontakte erreicht, wo ich vorher noch nicht hatte. Ja, prima. Na, also würdest du sagen, dass sich das nach einem Monat schon, dass sich das gerechnet hat, dass wir da auf diesen Weg gegangen sind? Auf jeden Fall. Und es geht ja noch weiter. Es geht ja noch weiter. Und ich denke, da wird immer mehr kommen. Jawohl, sehr geil. Ja, also genau das ist es. Ja, also es geht darum, innerhalb von einem Monat haben wir jetzt schon was, also sind wir ja schon wirklich fortgeschritten. Du hast ja schon selber gerade gesagt, mehrere Kunden hast du schon gewinnen können. Zusätzlich, weil du eine Struktur hast, weil du ein System hast, wie man seine Firma zum Wachsen bringen kann. Und das ist ja das, was den meisten fehlt, dass sie keine Struktur haben, um ihre Firma zum Wachsen zu bringen. Du hast selber wie viele Jahre irgendwie experimentiert und selber versucht, Nuri? Also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich habe das schon seit 5, 6 Jahren versucht, mit Reinigung an Aufträge zu kommen. Und da kam ich, ich war nur irgendwie ja Zug unterwegs, aber das waren nur ein paar Aufträge, das war's. Genau, ne? Also darum geht es, ja. Also warum denn so viele Jahre verlieren, ja, wenn man doch eine Abkürzung haben kann. Und es geht wirklich darum, dass wir hier bei Erfolg mit Reinigung Gebäudereinigern eine Abkürzung bieten, die ihnen wirklich den schnellsten Weg zu Wachstum zeigt, zu Reichtum zeigt, langfristig gesehen, und halt ihnen auch zeigt, wie sie eine Struktur aufbauen für ein Büro mit Mitarbeitern, mit einem Team. Und vor allem eine Auftragsmaschine, ja, so wie bei Nuri, ja, also der ist wirklich direkt durchgestartet und hat mich schon auch gleich nach den ersten Wochen angeschrieben. Waren wir schon immer wieder im Kontakt, immer hier per Facebook, per WhatsApp und Co., dass man immer wirklich direkt dranbleibt und versucht, das Ganze weiter wachsen zu lassen. Und wir haben hier ganz klare Strategien, die sehr gut funktionieren in solchen Großstädten wie bei Nuri in Frankfurt, in Berlin, in München, aber auch in kleineren Regionen oder auch Gemeinden, da können wir auch sehr gute Ziele erreichen in kleinen Städten. Ja, also wenn du jetzt, der jetzt hier dieses Video anschaut, sagst, hey, ich kann mir das auch mal vorstellen, kontaktiere mich direkt bei Instagram, bei Facebook, schreib mich an und dann können wir da auch zu dem Thema sprechen. Du kannst auch hier einen Kommentar hinterlassen unter diesem Video und dann werde ich gerne antworten oder auch gerne eine Frage oder einen Kommentar an
Nuri. Ja? Nuri, willst du noch abschließend was sagen, wo du sagst, hey, du siehst dich, wo siehst du dich so in den nächsten 1 bis 2 Jahren, wenn wir werden ja jetzt noch weitere 5 Monate, sind wir ja noch in der Zusammenarbeit. Was meinst du, was wird da in der Laufzeit so passieren bei dir? Also ich denke mal wirklich, jetzt während der Zusammenarbeit in 5 Monaten werde ich schon meine Ziele erreichen, dass ich ja zumindest einen Kundenstamm von 10.000 Euro im Monat haben werde. Das wäre der erste Schritt, 10.000 Euro im Monat durch die Reinigungskunden, die ich habe. Und ja, ich denke, dann wird es weitergehen mit Umut. Genau, also du Nächstes meinst, Step. na, also es ist ja so, du hast ja schon Umsätze, es geht darum, dass du diesen Genau. zusätzlichen Umsatz noch machst. Und 10.000 Euro, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und das ist ja fünfstellig, ja. Also Teilnehmer in unserem Coaching-Zirkel, die mit uns ja arbeiten, machen in der Regel immer mindestens fünfstellige Umsätze. Das kann sein im Bereich von eben, sagen wir mal, eben in dem Bereich, dass man sagt, 10.000, es kann sein 20.000, 30.000 im Monat, das ist dann völlig frei. Das hängt dann nur noch von einem selber ab, wie fleißig man da ist und wie sehr man auch dann auch diese Strategien lebt, weiter umsetzt und immer mehr das ganze Rad dann zum Rollen bringt. Dann wird die Firma nicht nur zu einer Auftragsmaschine am besten, sondern du baust dir deine ganze Fabrik, eine Art Geldfabrik, wo wirklich dir Monat für Monat Umsätze produziert. Da kannst du sogar so weit gehen und so weit das Ganze ausbauen, dass du irgendwann sogar sechsstellige Umsätze machst. Ja, also das ist dann total möglich, absolut realistisch. Wir haben auch Teilnehmer, die so weit gehen, dass sie bei dieser im sechsstelligen Bereich kratzen, ankratzen und fast erreicht haben und die auf jeden Fall auch Millionen Umsätze machen im Jahr. Und das ist ja das Ziel. Wir wollen ja weiter wachsen, weil durch den Wachstum stellst du mehr Mitarbeiter ein, bist du nicht mehr alleine und deine Firma fängt wirklich an, richtig zu einer Firma zu werden, zu einem Unternehmen zu werden. Und du kannst dann auch anfangen, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden. Ja, und wenn euch das interessiert da draußen, dann schreibt uns gerne an, kontaktiert mich und wir sind da sehr offen. Ich würde sagen, für heute war es das. Hat mich gefreut, Nuri. Toll, dass du dabei Mich bist. auch, Umut. Und ich freue mich mit dir, die nächsten Monate noch zu arbeiten. Wir sehen uns ja dann immer wieder in unseren Zoom-Calls hier. Bald auch live werden wir uns sehen. Und das freut mich dann wirklich Da sehr. freue ich mich auch schon drauf. Alles klaro. Bis zum nächsten Mal.